Bir cep sana. Sen gel, sen gel. So, schauen wir doch mal. So. Die waren ja süß, die Katzen. Ja, ja, die sind gleich da um die Ecke, wohnen die. Ja, ey? Ja, ja, die haben beide ein Glöckchen um. Schön. Und ihr Futterchen hier draußen stehen und die gehen dann zu der Wohnung, wo sie dann wohnen. Genau, genau. Ich hätte auch gern zwei Muschis, die immer so rumlaufen mit dem Glöckchen. Ja. Ne? Ja, ich und, ne? No? No? Oh, er macht bei Eröffnungsparty, nicht vergessen. Yes? Anschlussparty auf dem Dimmel. Wann müssen wir scheinen? Nächste Woche Geld gekauft hat. Schön. Die sind schon hochgelaufen. Stimmt. Schön, das ist die Lobby hier. Na, gibt es sowas in Deutschland? Seid mal ehrlich. Oh, schau mal die Lampe hier oben. Das ist sehr attraktiv. Hey Tom, sag mal. Heidi, wie leben die Leute in Deutschland? Haben die sowas? Sag mal ehrlich. Nein, nein. Und vor allem für den Preis 45.000. 45.000. Für eine Eigentumswohnung und so eine Anlage. Das ist in Deutschland nicht mal ein Hühnerstall für 45.000. Eine Garage. Ja, nicht mal das. Eine Garage gibt es für 20. Psst. Guck doch mal, die Kleine. Die sind aber echt süß. Und man hat sogar die eigenen Katzen dazu. Das ist wirklich toll gemacht. Da hätten die auch ein bisschen, ist schon ganz toll. So ein kleines. Ein wenig dunkel, aber die Lampe ist schön da oben, muss ich schon sagen. Ne? Da oben. So, wie nennt ihr das? Okay. Ein Stock höher, hat er gesagt. Er wollte uns die Lobby zeigen. Die Katzen schon. Hey, das ist süß, ne? Das ist ja lustig. Ja, aber schön ist schon, ne? Muss ich schon sagen. Ne? Willkommen, da steht Willkommen, da wohnt schon Deutsche. Das ist auch sehr schön. Die sehr attraktive Wohnung. Sehr schön. Aha. Oh. Die Katze ist so lustig. Ja. Ja, das ist die Küche. Schönes schwarzer Style. Sehr schön. Leute, das ist eine. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wunderschön die Deckenkonstruktion. Hier haben wir die Garderobe. Die Garderobe. Hier ist Garderobe, dann haben wir hier Kühlschrankplatz, Herd und Spülmaschine. Und hier ist das Klo. Das Klo, wunderschön. Sehr edel, sehr edel. Sehr edel. Sehr edel. Das ist fein. Schon. Also Leute, das ist eine hochwertige, schöne Wohnung. Oh, die Aussicht ist ja geil. Die Aussicht ist ja geil. Scheiße. Leute, sorry, wir müssen schon. Wallah, mach Bruno. Ich habe ja ein paar Interessenten, die genau so was suchen. Also lang zu oder lang nicht zu, ist mir auch scheißegal. Ich hoffe, wir müssen ja mal anders machen. Schau mal die Aussicht, ne? Ja, das ist Wahnsinn, der Hammer. Hazine arazisi abi. Şeyden imardan ben buranın şeyini çıkartıyorum. Hazine. Bura komple hazine şey yapılamaz. Yok ya. Bina yapılamaz. Böyle kalacak ha. Ada hier ist Bauverbot. 5-10 sene sonra yani. Ya kein Wunder, weil das ist ja direkt hier Naturschutzgebiet hier. Überleg doch mal. Ama şey, belediyeden evramımız var yani. Hazine arazisi olduğuna dair. Die Aussicht. Guck dir, schau das mal an. Du hast den Berg, du hast die Burg da vorne, du hast sofort das Wasser. Ja, ne? Du hast hier sogar die Natur da vorne. Das ist super. Sehr schön. Die Katzen, die Katzen. 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 Also das ist ein Aluminium-Fensterrahmen. Sehr schön. Klimaanlage ist vorbereitet. Wasserhahn für die Blumen, für die Pflanzen. Gefällt mir. Tom, das wäre doch auch was für dich, oder? Sehr schön. Und dann, wir haben den, das ja? Das ist ein Ötter. Çok güzelmiş. Ne, ihr seid auch sehr schön. Bura huzuru isteyenler için, sessizlik. Es sagt, das ist sehr ruhige, sehr ruhige Gegend. Sehr leise. Doğru, doğru. Sehr leise. Bestimmt. Ja, bestimmt, ne? Ja. Guck dir das an. Natur. Und, willst du die Wohnung, hä? Kennst du sie? Ich glaube nicht, ja.
Schön sieht das aus, ne? Hast du die Aussicht gesehen? Boah, Wahnsinn. Hammer Aussicht, wirklich. Total schön. Da läuft der Hund frei rum draußen, also hier braucht man keine Haustiere. Also Leute, das ist eine kleine, schöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Für deutsche Verhältnisse ist sie groß. Das Bad ist eigentlich okay. Oh, sehr, ne? Sehr angenehm. Und das Schwarze macht einen guten Touch. Ne? Das passt gut mit dem Weiß zusammen. Diese Kontrast, guck dir mal nicht hin. Stimmt. Hier. Guck dir das mal an. Das ist schön. Ja, alles. Also, wenn die Junggesellen mal so eine Wohnung in Deutschland hätten, dann wären sie froh. Wirklich, 45.000 geschenkt ist das. Kannst du nichts zu sagen, ganz hübsch. Und das Zimmer ist auch groß, das ist echt schön. Und die Aussicht, schau mal, du hast die Hammer-Aussicht. Also Leute, überleg doch mal. Schau mal die Hammer-Aussicht, du hast Meerblick und ja, auch noch Burgblick. Nachts, ja, nachts, wenn es leuchtet. Oh, die Fenster sind geil. Guck mal, oh, das ist aber schon anders als Plastik. Siehst du was besser? Guck mal hier. Kannst du von da nach da auf den Balkon gehen? Stimmt. Ganz toll. So. Also Leute, wer Lust hat, langt sofort zu, okay? 45. 45 schauen? 45. Kann man nicht sagen. Ja gut, wir wollen sehen, aber das ist was für einen Junggesellen, vielleicht mit einer Freundin zusammen. Ne? Das ist dafür genau. Ist gut. Für eine Familie ist es zu klein. Oder zum Starten, zum Auswandern. Ja, zum Starten. Genau. Hauptsache raus aus Deutschland. Ja, wirklich. Also, was heißt zu klein? Also ich muss sagen, ich habe auch in der Zweizimmerwohnung mal gewohnt mit ja, einer Dame. Genau. Eine Kapitalanlage ist es und so. Das ist es eben. Meine Mutter. Mir hat mal einer gesagt, eine Frau, Mensch, die Katze, die ist nicht gut, die kratzt einen, die Hände, die ist ja böse. Da habe ich gesagt, spinnst du, die will spielen bloß. Die manche Leute kennen sich überhaupt nicht aus. Die meisten haben keine Ahnung. Wirklich. Jetzt machen wir so, wir haben uns ein bisschen okay, also man, haben wir das super, was haben wir da schon? Wollt ihr den Pool sehen, den Swimmingpool? Ich werde ne? Okay. Taube, warte mal, der Bubinada da besteht. Warte, ah, okay. Oh, wir haben hier noch mehr in dem Gebäude. Okay? Also erstmal Schluss von mir und Pool kommt auch gleich.